Moin Moin, wenn mir jetzt hier ein Unterschied zur Biermeile mit dem Ronny auffällt, da schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten hatte ich eigentlich ein Vorwort vorbereitet sozusagen. Das ist aber zu lang, deswegen lasse ich es jetzt einfach komplett weg. Bin jetzt auf dem Weg zum Ramon. Es gibt schon wieder Probleme. Erstmal ist die Matratze kaputt und zweitens mal ist Shania auch kaputt. Deswegen ist die gerade nicht da. So, wir sind jetzt vollständig. Die, keine Ahnung, die, wer geht heute in Netto? Du nicht, ich auch nicht. Ich gehe gut. Ich mache Netto. Wichtig ist ja die Frage, wer geht zuerst in die erste? Wahrscheinlich der Gast, der noch nie dabei war, wa? Hier, ist das noch alles aber eingefroren. Aber Station 4, sehr gut. Kein Bereichsrestaurant. Nein. Und ich bin dann die 5. Ja, wir gehen extra hier lang und nicht da drüben, weil hier Sonne scheint. Oh. So, die erste Verletzung. Thomas blutet. Nein, er ist Bockwurst. Ja, wir überlegen gerade, ob wir jetzt schon darüber gehen in den schönen Ich gehe da nicht rein in den Netto. Und weg. Jetzt lass doch mal das, wie es war. Ja, ja, wir lassen das. Umholen. Wenn ich schon höre, Weg sparen. Der weiß ja nicht, dass man dann trotzdem hier wieder lang. Das war ja nicht meine, mein Gedanke, weil wir sparen ja keinen Weg. Muss es mal mitmachen, wie es ist. Ja, heute werde ich sehen, wie das da hier aussieht. Alles über den Haufen werfen. Wir essen erstmal schön. So sieht ein Rest in Peace Burger aus. Oh, ich bin mal gespannt, mit was er uns vergiftet hier. So, das hier gibt es übrigens auch im Kaufland. Und Naturin hat gemeint, er mag das und hat uns dann trotzdem Haseröder gekauft. Juicier hell. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Da bin ich aber zufrieden. Da bin ich aber ruhig, dass es kein Sternburg geworden ist. Aber das ist ja auch nicht, was ist denn da los hier? Köstet jetzt im Angebot für 10 Euro. Hier wird ja nächste Woche zugemacht. Echt? Ach so, stimmt, die bauen ja um. Man sagt ja, die Bayern können das beste Bier brauen. Deswegen. Ja, außer Bamberger. Das schmeckt nicht, das Bamberger. Außer Bamberg, die schmecken Bamberger. Nicht. Noch einer, der das sagt. Wenigstens einer, der mir das... Bamberger, das ist... So, falls das Bier eklig ist, habe ich hier noch eine kostenlose Schokolade mitgenommen. Aber dieses Bier wird nicht eklig, die wird aufgehoben. Wenn man das aufmachen will, weil es nämlich nicht eklig ist. Kann nicht. Toll. Nicht wirklich was zu essen, aber hat man ja Ei und dann... So, wir testen jetzt mal auf diesen Fahrstuhl, ja. 8 Personen. Das testen wir jetzt. Komm, Hannes, komm. Also einer passt auf jeden Fall noch, guck. Hannes, selbst er kommt noch rein. Wo müssen wir eigentlich hin, auf die 1? Eins. Er noch, aber ich laufe lieber. Ja, der ist wahrscheinlich schneller oben als wir. Wir sind ja fast schneller oben gewesen als die anderen. Oben waren wir nicht an dem Punkt. Nee. Ja, zum Glück gibt es hier kein Bier. Wo ist mein Bier? Das irgendwie mag. Ah, ich habe vergessen, das Display heller zu drehen. Ich sehe gar nichts. Also das letzte Mal war Donnerstag irgendwie kein Markttag, obwohl der immer Donnerstag ist. Wer? Ach, der Hannes hat sich da... Zum Leben. Doch, Bier trinken. Das Einzige. Das Bier schmeckt dir wohl doch nicht. Das letzte Mal war es jetzt schon leer. Also auch an dieser Stelle. Ja, Shania ist dran. Und wir warten. Du bist jetzt dran. Irgendwer ist ja auf jeden Fall immer der Letzte. Auf welche willst du lieber? Die oder die? Die. Okay, sie steht auf große Sachen. Ja, das wusste ich, dass das jetzt kommt. Aber die sind günstiger geworden, wollte ich jetzt eigentlich aber erwähnen. Ehrlich, die Minigurken sind dafür dann aber teurer. Die kosten jetzt genauso viel wie die Minigurken. Ja. Es wird nicht schon wieder Zeug gekauft. Ich glaube, wir wollten irgendwas essen. So, ich trage die Verantwortung. Ja, alle, die bei der Meile waren, haben dieses Pferd geküsst. Der Thomas kommt jetzt auch her. Und es reicht ja mit der Zunge. Das ist schon angewichst. Muss ja nicht mit dem Mund sein, verstehst du? Das kannst du. Man kann ich Obst und höchstens einen Schluck Bier geben oder so. Ah, nicht raus. Das trinkt, das säuft gar nicht, das Vieh. Wir haben das nicht voll gemacht. Also, das Cheat. Ja, bei Bianca ist das viel schlimmer gewesen mit dem Cheaten. Das sind ja richtig schöne Scheißhäuser hier. Ich weiß gar nicht, warum ich immer hinter Netto auf den Busch zech. Das muss ich mir mal genauer angucken. Oh. Wir sind gerade gebeten worden, nicht mit Bierflaschen auf dem Friedhof rumzulaufen. Das ist ja auch richtig. Deswegen habe ich meine auch draußen gelassen. Der überlebt hat, sogar mit Überhang. Ja, sei. Bei mir gab es war der mal bei dir dabei? Jetzt gibt er wieder hier total an mit, ich bin der Einzige, der durchgehalten hat. Ich bin der Einzige, der überlebt hat. Ja, war der bei dir im Video? Und hat schon von Anfang an hier irgendeinen Cocktail-Dings genommen. Ja, stimmt. Und dann zwischendurch einen Radler und dann zwischendurch ein hier und ein da. Also. Das ist schon ausmachen. Das ist ja, ja. Bei mir gab es auch die... Und das schallt hier so. Und da ist gleich wieder der Rechtslenker-Postmann. Wir haben schon den anderen gesehen, der Lukas, der hat auch mal Pizza gefahren, da wo ich auch war. Läuft's. Komm, wir...
Ja, wir entsorgen das jetzt. Ich krieg's dann wieder in die Backen. Hab Beweis, ich schaff's damit. Ich würde das so. Einfach weggehen, dass keiner mitkriegt. Ach, das ist alkoholfrei. Gibt's dafür eigentlich eine Regel? Es hieß nur mindestens 0,5 Liter. Ja, von mir aus kann es auch alkoholfrei sein. Das Schwarze gibt's gar nicht mehr hier. Oder? Ja, dann. Du darfst ja hier filmen. Ich filme hier einfach. Ich habe nicht gefragt, ob ich darf. Eibock. Aber es sind nur 4 Flaschen. Ja, es ist ein Sixpack mit 4 Flaschen. Da geht irgendwas. Was? Das ist ja sogar im Angebot. Es ist übrigens 11.39 Uhr. Und ich habe jetzt auch meine Schuhe gewechselt. Ich lege mich mal kurz hin. Nee. Ihr seid ja 4 starke Kerle, ihr könnt mich ertragen. Nee, wir nehmen hier einfach einen Einkaufswagen. Und dann setzen wir dich da rein und nehmen dich mit. Wir liegen im Hotel am Südlauf. Oder so. Wenn wir es nicht vergessen. So, diesmal bin ich im Lidl dran. Und sie sagen mir, ist alles nur ein Spiel. Dabei hab ich doch erzählt, wird sich von der Kippe viel. 4 ist voll. Also, das fällt gar nicht auf, irgendwie. So. Bierpower! Gürtelbomber! Was kauft ihr schon wieder für einen Scheiß? Pizza. Ich hab schon ausgewählt. Ich habe auch schon meinen separaten Einkauf, der nicht zur Challenge gehört. Ich habe noch ein Buch mit Softbacken genommen. Zum Mitnehmen. Warum nimmst du keine Tüte? Warum isst du den nicht gleich? Da müssen wir den wenigstens nicht bezahlen. Ich finde es schon ein bisschen asozial, aber. Das ist ein Buchtel-Softbann. Das ist 49 Cent. Aber wenn die den Regenwald abmachen für Tüten. Also, das gehört nicht zur Challenge, das ist für morgen dann für die nächste Urbex-Tour. Das sieht einfach nur. Ja, verrate ich das nicht. Das ist hier die Milk and Chocolate Challenge. Achso, ja. Man könnte auch hier noch ein paar Eier dazu und dann essen alles und dann auskalken und ein Omelett. Los, Jenny, gib mir in den Arsch. Los, ja. Krabbe. Hannes, gib mir auch an den Arsch, los. Gib mir an den Arsch. Ja, hab ich auch mal. Ah, Junge. Wie schmeckt's dir? Es ist trinkbar. Bier ist gerade geöffnet worden. Sonst hast du immer gesagt, ist er gut, da ist er gut. Na, das ist nicht aber gut. Es ist ein Bayer, der kein Weißbier so mag, also, aber mit viel Hopfen halt. Aber ich mag diese Gold. Aber ich hätte auch diese Weißbürschen gerne. Das Gold ist doch der Weißbürschen. Ich mag ja kein Weißbürschen. Das magst du nicht. Du brauchst richtiges Ach. Habt ihr Bedenken, dass wir die Bierdose bis rüber nicht leer kriegen? Ich glaube nicht, die schmeckt halb leer. Ich sage, das ist dürftig, das Bier. Also. Halb leer läuft. Ach, da. Muss ich nochmal drauf treten? Außerdem wollte ich mich kurz mal setzen hier, weil. Das war viel zu niedrig zum Setzen. Oh, das ist. Also, wir sind alle. Wir sind alle leer. Außer ihr nicht hinsetzen, wir müssen einkaufen gehen. Genau. Ja, die trinken doch. Also. Ich hatte ein Gefühl in mir, ich lässt dich ändern. Da purzeln die Pfunde. Im Netto hatten wir nicht zu viel Auswahl, wir hatten nur ein bisschen. Für mich ja. Aber hier ist tatsächlich ein bisschen mehr. Die haben ja auch spezielle Sachen. Der McRaymond ist dran. Oettinger, Hilfe, Weißbier. Das ist ein sehr Favoritbier. Oettinger, guck, das ist noch. Das könnte man vielleicht unter die Brust rubbeln, du. Ja. Ach, das Brustbier. Das ist ja die Pornomeile. Wer ist jetzt nochmal dran? Achso, der Thomas ist dran. Ich. Aber der Thomas hat erst schon ganz schön. Den werden wir noch sehen, wie er umfällt, wer wegrollt. Ich will Augustiner und das gibt's nicht. Und das ist scheiße. Sehen, hier steht nämlich, pass auf, hier steht eine T3. Ich erzähle wieder die Geschichte seines Lebens. Ich erzähle wieder was. T3. Dann müsste da T1 oder maximal T2 draufstehen. Ach, und du hast T3 genommen. Was heißt T3? Die haben da verschiedene Braukessel, 6 Stück nämlich. Deswegen heißt es T so und so viel. Und die ersten und zweiten sind historisch alt, sind aus Kupfer und dann haben sie irgendwelche aus Edelstahl. Schmeckt nicht mehr so, aber halt die Klappe, ich will mal gucken, wenn es nur eins ist, dann geht es. Der Edelstahlbraukessel, Kupfermann. Also ich weiß auch nur die Geschichte von jemandem, aber Gambart ist ein Schlammbart. Es sind genau 5. Genau 5? Nehmen wir das. Nein! Das kostet. Hast du mal auf den Preis geguckt? Das kostet ein Vermögen, lass den Quatsch.
Es gibt keinen Bonus. Für das Geld hätten wir auch wirklich eine ganze Flasche bekommen. Bonusbier! Moment mal, 2,29. Ich glaube, ja, für eine. Boah, aber bei fünf Stück, da kriegst du eine ganze Flasche dafür. Aber ich wollte schon gerade sagen, das ist viel zu teuer. Ja. Ich würde es ja gerne aufmachen, aber der Tisch ist so rund. Ich glaube, fällt um. Du das kurz mal wieder die Kamera in den Auto machen. Mach einfach mein Bier mit meiner Flasche auf. Ich nehme mich auf und ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja? Komm. Cool. Das ist auch mit einer Hand, ja? Das geht. Das auch gleich mit einer Hannes, Hand aufmachen. Das musst du mir jetzt zeigen, wo wir. Du hast das gemacht. Soll ich das nochmal mit einer Hand machen? Jenny, halt fest. Alles einfach. Ups. Mein Schlüssel! Das ist weggeschmissen in den Müll. Hier, da, das Bier kocht eben. Es kocht schon wieder über. Die Tür ist doch auf. Das ist schon wieder übergekocht. Bier lagern. Hannes fliegt gleich weg. Man kann ja jetzt auf die Stadt gucken, genau. Jetzt hören wir erstmal Rammstein, das ist schön. Da ist ja das Zeug von der Bianca drin. Also irgendwann, wenn ich Kunden gerne mal hier übermachen. Ich habe einen Schlafsack hier in die Ecke legen und Da hat Kanal reingebrettert mit Deutschland, da haben die so. Was wird das? Ich hab Bäuerchen gemacht. Tüski! Bäuerchen. 29%. Nee, das hat nur 5 oder so. Den Alkoholpegel, aber merkt man laute Lautstärke der Musik. Das wird immer lauter. Aber das Wetter ist wenigstens schön. Oh, kann das schön laufen. Jetzt sind die Viecher endlich da. Diese lila Pflanzen, die Pflanzen, die so aussehen, sind oft giftig. Ich weiß nicht, was das ist, aber die Viecher sind so schlau und fressen das nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Ich sehe es von hier aus nicht. Aber die so aussehen, sind meistens giftig. Fingerhut sieht so aus, von der Farbe her. Und ja. So, meine Bing, komm mal weiter. Wir können jetzt endlich weiter, juhu. Du bist gut, mit dem Handy kannst du immer ransuchen. Oh, Stütze! Ja, hier, der in der Mitte! Ist okay! Ja, Stütze! Dann frag mich! Los, frag mich! Ja, ich hab mich da jetzt! Ja, trag mich zum Auto, ich fahr euch nach Hause, ja. Gehen weiter. Ja, genau. Spielverzögerung. Ja, den Parkplatz, also da ist so ein bisschen Parkfläche eigentlich. Das ist das Tuchmacherhaus gewesen. Da ist aber, also Tuchmacherhaus haben sie gesagt, aber da ist nur wirklich das ganze. Wenn das so drunter fällt, das ist doch auf dem Gehweg. Ja, das ist Unsinn. Das war mal das Tuchmacherhaus. Habe ich jetzt so, ist mir gerade so in den Sinn gekommen, da ist ja nicht mehr viel übrig von dem Ding. Ja, der Witz ist, dass sie das irgendwie stabilisieren wollen. Also, dass sie den Mist endlich wegschmeißen. Du bist gefährdet! Ja, es geht ja darum, dass diese Mauer auf dein Check Auto stürzt, wenn du es hier. Keine Ahnung, Check ist ja. Das heißt, du legst dich jetzt mal dahin, ich zieh mal an der Mauer und dann mal gucken, ob es. Ach du Scheiße, die bewegen sich ja echt! Oh mein Gott! Ja. Nicht dagegen lehnen, das ist. Oh! Komm, wir gehen lieber, bevor noch was passiert. So. Fun Fact, also wenn ihr das Video beim Ramon sieht, dann hat er es rausgeschafft. Ansonsten, Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Jetzt wird ja wieder Bier verteilt. Am Pissedino, wie genannt wird. Aber was tut er? Erstmal müssen wir ja mal fragen. Hannes will den Pissedino knutschen. Nein, er wollte nur so Bier öffnen. Ganz einfach. Warte, lassen Sie erst. Weil Gamba das nicht schlampert. Und dann. Und der hat schon wieder das Ding draußen. Guck. Ich mach mal das geschüttelte Bier auf. Das läuft über. Das läuft. Guck mal, dein geschütteltes Bier. Also, das hätte ich auch aufmachen können, ohne dass es. Guck mal, dein geschütteltes Bier hat schaumt. Das hier, der nächste, der hier schäumt. Alles, du sollst das Getränk nicht verschütten. Das gute Bier. Die haben hier, ich wollte vergessen zu sagen, den Brunnen so ein bisschen geschmückt. Aber den sieht man halt vom Markt aus nicht, weil da ein Wagen mit Huhn steht. Also die anderen, die gucken gerade nach keine Ahnung was. Und wir sind hier beim Adolf-Hitler-Platz. Oder jetzt heißt es ja irgendwie Goethe-Platz. Ah ja, da vorne steht es. Mal sehen, ob man das lesen kann, wenn ich da ranzoome. Ja. Hier ist übrigens der Brunnen auch halbwegs schön gemacht. So. Also kann man sich nicht beschweren. Ich lasche es einfach hier so durch. Aber ich bin ja barfuß, da darf ich das. Die Füße ausstreckst in die Mitte. Das ist ein richtig cooler Swimmingpool für den Sommer. Für den Fahrer. Der Fahrer. War da wahrscheinlich noch nicht drin, oder? Nö, warum auch? Ich habe ja keinen. Weil das voll easy und chillig ist, Mann.
Willst du nochmal mitsingen? Statement zur Sachlage. Besser als die letzten Male, aber das letzte Mal war es auf jeden Fall geiler. Das letzte Mal war es geilste. Ja, auf jeden Fall. Da kommt man nie wieder ran, denke ich. Das ist wirklich. Der Spaßfaktor war einfach so. Also, cool. Aber es ist trotzdem chillig jetzt. Ja, chillig ist es chillig heute. Also, es ist schön. Das Wetter ist geil, man kann hier schön bequem laufen. Ja. Und so, und ich muss echt sagen, dass ich mich jetzt auf den Weg vom Kaufland zurück freue. Das ist eigentlich die beste Stelle. Ja. Habe ich damals schon gesagt, aber ich konnte einfach nicht mehr. Ja. Ich glaube auch, dass dieses Mal keiner hinfällt. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber das ist ein Whisky. Ja, Fred, der ist. Ja, der ist irgendwie der gefühlt der Betrunkenste. Ja, ich habe 6 Jungs im Intus. Ja, wir haben wir alle. Der Hannes muss sich auch wieder festhalten. Der kauft nachher bestimmt wieder ganz viel Essen. Thomas macht Geräusche mit seinem After. Das ist der Vater. Halt mal. Das ist der Hannes, das ist die Schild. Halt mal. Jetzt den Foxplay. Jetzt passiert was. Was, ein Cover oder was? Eins, zwei, drei. Alles hat gewonnen. Beste Mania. Das Beste ist immer noch der Mann im Hintergrund. Mal sehen, ob heute irgendwer hier runterfällt. Ich bezweifle es. Das ist die Rolltreppe, wo der Bierschanker letztens hingestürzt hat. Das geht gar nicht. Du kannst dich ja mal hinfallen lassen. Nee. Das ist der Unfallschwerpunkt der Meile. Aber wenn ich sehe, wie fertig wir damals waren, heute ist einfach noch gar nichts. Ja! Gut, es kann natürlich sein, dass jetzt. Weil der Bierschanker nicht dabei ist. Ja, das Sag nochmal. Hannes, das ist ein Spann. Hey, was willst du von mir, Alter? Ich bin Metaller. Boah, mach Metall drauf. Stress. Powerwolf. Ja, geil. Powerwolf. Fällst du nachher wieder hin? Alter, Powerwolf ist Hammer. Das ist kein Power-Metal. Wenn die bei uns jetzt geht es wieder los. Ey, ich weiß schon nicht mehr. Na, im Backstage, wenn die bei uns im Backstage sind, bin ich immer draußen. Ich bin auf vielen Konzert bei uns in München. Immer. Das schmeckt sehr gut. Einer macht's vor und die anderen laufen hier nach so. So muss es sein. Was? Bier-Power! Wo? Da! Das geht nicht. Geht das Internet kaputt. Das ist viel zu groß, das kann man nicht anfassen. Das geht schon! Bier-Power! Das sieht aber... Bier-Power! Ich muss dir was sagen, das sieht eher aus wie Meerjungfrau. Johannes, die Bierbauch-Power. Ich dachte schon, du boxest den Mast um oder so. Nein! Im Bauch. Was nochmal? Flusspower! Bierflusspower! Das Bier muss fließen. Wir haben noch 4 Bier vor uns, gell? Also nicht unterstützen. Ich muss sagen, in der Situation, damals bei der ersten Meile, ich habe keine Ahnung. Da war es ja stockdunkel, wo wir bei der ersten Meile. Mein Container. Ich bin nur bald. Wand! Das dauert noch, je nachdem wie lange du läufst. Danach kommt dann irgendwann kommt noch Sügemi, kannst du noch Bier holen. Aber erst kommt noch hier das Gold. Ding. Ja, Südthüringer Getreide und Mischfutter GmbH. Komm jetzt dann. Weil wo ich hingefahren bin, habe ich erst gesehen, dass ich Sügemi. Aber das letzte Mal waren wir so spät, dass man Sügemi gar nicht mehr geschafft hätte. Naja, aber es ist erst 13 Uhr. Es ist 15 Uhr. Ist erst um. Scheißegal, aber. Wir sind gut im Rennen. Wir sind in der Zeit. Der hat auch nicht so die Auswahl am Bier, ne? Nee, da gibt's nur Schwarzbacher. Aber das hatten wir heute noch nicht. Der Rucksack
das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Flaschenöffner. Ich habe meins so schön aufgemacht. Das ist alles schön aufgegangen. Nur bei Jenny spritzt gerne ab. Aber immerhin habe ich es geöffnet. Ja, immerhin hast du es. Denn bei hätte auch mit dem Katana irgendwie den Kopf abschlagen können. Aber das ist ja auch offen gewesen. Ja, ich glaube, es passiert eine Scheiße. Ach du Scheiße. Nee, das ist aber nur Spaß. Wir müssen jetzt eigentlich Bier kaufen gehen, da wollen wir. Aber Limp Bizkit! Ja! Jetzt kommt das Bonusbier, genau. Jetzt haben wir nicht ein Bier aus der Heimat, nämlich von der Sügemi. Und wir haben noch ein anderes aus, aber das Ding, was feiern wir? Ich will auch lachen, erzähl das Ding. Ein schönes Ende wünsche ich jedem. Ja. Ist schön. Dennis, aus der Flasche öffnen. Ja, bitte. Hier, also wie du hast dann auf. Das ist alles auf. Komm mal. Ach, der Thomas hat jetzt auch. Ja, warte, Freunde. Wir haben mit Thomas ausgetrickst. Jetzt ist das Bier auf. Jetzt müssen wir es trinken. Bonusbier. Das ist nur ein kleines Bonusbier. Warum hast du dieses Bier ausgewählt? Das kommt aus der Heimat. Wir müssen die Heimat unterstützen hier. Schlafen. Ja. Aber ich weiß, dass der Rabauern reingegangen ist. Von daher, es eskaliert das. Das müssen wir noch auf den Ronny warten. Wo ist eigentlich der Ronny? Ich erstmal die Kippe Ey, schon wieder. Das nehme ich auf jeden Fall. Ich nehme jetzt das, einfach, weil das ist noch nicht umgefallen. Das sind die vier gewesen. Sein. Da ist der Ronny. Das ist der richtige Ronny. Der richtige Ronny. Nicht der Ronny, sondern der richtige Ronny. Irgendwie sind hier alle voll. Wer ist jetzt gerade nicht voll? Ach du Scheiße. Also ich weiß ja nicht, aber es ist das Einzige, was man mit diesen schrocklichen Bier macht. Weil die machen das alle genau richtig. Ich würde das auch gerne wegschmeißen, aber es. So, wir sind ja. Hier. Das Wohnzimmer. Übrigens gibt es hier ein Video, wo ich hier diese Stelle mal gezeigt habe. Irgendwie ist der Wurm drin hier. Diese Teiche. Wollen wir jetzt noch weiß nicht. Ein Bier kaufen? Ach, wollen wir weiter? Nee, zwei. Eventuell eins und dann noch ein Panorama. Es sieht schon nicht mehr gut aus. Es ist einfach nur. Wir haben es geschafft. Wir haben es wieder geschafft. Dass hier einfach so was mega ist. Jetzt sagen die, das ist mit Chili-Soße, ne? Das ist ein scharfes Zeug, aber wir essen einfach nur geiles Essen. So, hier ist die Zufriedenheit ist irgendwie nicht festzustellen. Was denn? Das schmeckt dir wohl nicht? Es schmeckt ja schon, aber ich bin nicht müde. Mir brennt die Fresse. Das ist ja. Einfach nur daran nachtragen. Ich bin voll. Ja, aber einfach die falsche Soße drauf. Weißt du, mir brennt die Fresse gerade einfach nur. Von was denn? Die haben die scharfe Soße drauf gemacht, dann knapp einen Knoblauchsoße. Mir brennt einfach nur die Fresse. Ich finde es aber nur lecker. Das ist der, den ich beim letzten Mal bestellt habe.